Hi Leute, ich bin hier in einem verlassenen Altenheim. Ich habe euch das Altenheim ja schon mehrfach gezeigt in einem Live. Und auch wenn ihr das Altenheim mal als Video sehen möchtet, wie es eingerichtet oder fast eingerichtet ist, alle Videos davon findet ihr auf meinem TikTok-Kanal. Ich bin jetzt im Keller des Altenheimes. Hier bin ich tatsächlich noch nie gewesen. Deshalb zeige ich euch das jetzt mal. Alter, das ist echt riesengroß alles hier. Das Altenheim war riesig auf drei Gebäuden, also auf zwei großen plus Verwaltung. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal, diese riesigen Gewölbe hier. Hier war damals der elektrische Betriebsraum. Oh, hier ist gar nichts mehr drin, wie ihr sehen könnt. Alles geplündert, ne, alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest ist. Guckt mal hier. Waren damals die Fahrstühle vom Keller. Hier geht es nach oben. Wahnsinn. Ne, also wie gesagt, wenn ihr das Altenheim von oben bis unten sehen wollt, dann empfehle ich euch meinen YouTube-Kanal oder Kurzvideos hier auf TikTok. Weil es wäre jetzt einfach zu viel, euch das gesamte Altenheim in Kurzvideos zu zeigen, sondern einfach nur hier die untersten Gewölbe. Weil hier war ich tatsächlich noch nie. Guckt euch das an. Manche Ecken hier sehen aus. Hier hat damals irgendwie der Hausmeister wohl seine Zeit verbracht. Ne? Hier ist der Aufzugsraum. Ne? Hier war damals der, wie ihr sehen könnt, der Fahrstuhlraum. Ne? Wir haben überall die Kabel geklaut hier. Oh Leute. Ich muss echt gucken, da muss ich gleich wieder lang. Das ist echt riesig hier. Riesengroß, Leute. Und gleich geht es an dieser Stelle mit dem zweiten Teil weiter. Leute, jetzt geht es weiter hier an dieser Stelle mit dem zweiten Teil. Ihr werdet aber im Video kaum was davon merken, da ich die Videos alle zusammenschneide. Was macht denn ein Wagen von Metro hier? Wie kommt der denn hier unten ins Altenheim? Oh, Leute, seht ihr? Hier, das war es jetzt auch. Ne, jetzt gehe ich mit euch noch durch den Eimer ganz durch bis zum anderen Ende und dann habt ihr alles von dem Keller des verlassenen Altenheimes gesehen. Echt unheimlich hier unten. Wahnsinnig unheimlich. Ne? Hier könnte mal jemand eine paranormale Untersuchung machen. Wer weiß, was hier alles so zu erzählen ist. Hier unten wurden nämlich auch die Verstorbenen, glaube ich, bis zum Abholen sowas, glaube ich, aufbewahrt in speziellen Räumen. Boah, Leute, guckt euch das an, Leute. Wahnsinn. Alter Schwede. Leute, guckt euch das an. Wahnsinn, stockdunkel hier unten. Aber ey, sehr kühl ist es hier unten, ne? Hier war damals auch so ein Raum, wo die ganzen Rohre waren. Oh Leute, guckt euch das an. Wahnsinn. Wahnsinn. Guckt euch das an. Das hört überhaupt gar nicht mehr auf hier. Das ist riesig. Hier unten waren auch Toiletten. Ich glaube, hier unten wurde auch behandelt. Zum Teil vielleicht. Ne, oder was auch immer. Genau kann man das ja auch nicht sagen. Ne? Leute, guckt euch das an. Das ist echt der Hammer. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Vor allen Dingen, guckt mal, wie groß das hier ist. Ne? Wahnsinnig. So, Leute. Wie gesagt, wenn ihr das Altenheim sehen wollt, aus allen Etagen, dann bitte YouTube. Den Link dazu findet ihr hier bei TikTok. Oder einfach hier auf TikTok sich mal die Kurzvideos aus dem Juli und August angucken. Da findet ihr das Altenheim auch. Und jetzt auch Premiere, den Keller. Und ich verlasse das Gebäude jetzt und sage mal danke fürs Zuschauen. Und jetzt gehe ich hoch. Tschüss.